Expertenteam. Vielen Dank, dass Sie hier oben gesprochen haben. Vielen Dank für die Initiative und allen Unterstützern natürlich auch. Ich denke, ihr wisst, was ihr mit euren beiden Stimmen machen werdet. Ihr seid ja groß, oder? Und ich sage euch eins, am nächsten Montag nach der Wahl, da geht die Sonne wieder auf und da geht die Montagsdemo weiter. Und es wird auch eine Wahl geben, und zwar am 23. September, an dem Montag, die Wahl zum neuen, für das neue Finanzteam unserer Bewegung. Diese Wahl wird veranstaltet von dem Verein Umkehrbar e.V. und ich begrüße Anne Deleucht, den neuen Vorsitzenden von Umkehrbar. Anne, was hat es denn mit diesem Verein auf sich? Ich bin mir gar nicht sicher, dass alle das hier genau wissen. Also der Verein Umkehrbar wurde schon 2010 gegründet, um der Buchhaltung und den Finanzen der Parkschützer einen verbindlichen und nachvollziehbaren Rahmen zu geben. Umkehrbar verwaltet momentan die Spendengelder der Mahnwache und der meisten Montagsdemos. Das Geld wird vor allem für die Montagsdemos selber und für das Parkschützerbüro ausgegeben. Auch für Flyer, Banner und so weiter. Über die Einnahmen und Ausgaben gibt es inzwischen einen Transparenzbericht an der Mahnwache oder im Netz unter www.abrissaufstand.de. Okay, und normalerweise ist es aber doch so, dass in einem Verein der Vorstand und der Kassierer für die Finanzen verantwortlich sind. Warum wollt ihr denn ein ganzes Finanzteam gründen? Wir möchten, dass die gesamte Bewegung gegen Stuttgart 21 die Chance hat, Vertreter in das Gremium zu entsenden, das über die Verwendung der Spendengelder entscheidet, um das Thema Geld für die ganze Bewegung so transparent wie möglich zu gestalten, auch über den Zirkel der Parkschützer hinaus. Dieses Gremium, habe ich gehört, soll aus 5 Personen bestehen und soweit ich weiß, sind nur 3 davon neu zu wählen. Was ist mit den beiden anderen Mitgliedern im Finanzteam? Sind die schon gewählt oder woher kommen die? Also die Kassiererin oder der Kassierer von Umkehrbar sind als Finanzteammitglied gesetzt. Und das muss aus unserer Sicht so sein, weil der Vorstand von Umkehrbar rechtlich verantwortlich ist für das, was mit dem Geld passiert. Ein Finanzteammitglied soll von der Mahnwache gewählt werden. Und zwar deswegen, weil die Mahnwache eine große, verlässliche und täglich wahrnehmbare Gruppe in der Bewegung ist. Das ist auch bewusst, dass diese beiden Punkte zum Teil stark umstritten sind. Und wie läuft diese Wahl denn jetzt konkret ab? Wer ist stimmberechtigt? Muss man da 18 sein? Oder wo und wie findet diese Wahl statt? Also wählen können alle, die sich gegen Stuttgart 21 engagieren und die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen. Also de facto auch alle, die die Montagsdemo besuchen. Die Wahl soll am nächsten Montag stattfinden, am 23.09. Nach dem Demozug um ca. 19.30 Uhr in Forum 3. Es soll so ablaufen, dass sich die Kandidaten kurz vorstellen. Danach gibt es eine kurze, hoffentlich kurze Diskussion. Dann wird gewählt und danach wird direkt vor Ort ausgezählt. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich auch noch ins Finanzteam möchte, was müsste ich dann tun? Also du brauchst die Unterstützung einer bekannten und aktiven Gruppe hier in der Bewegung, die dich als Kandidatin vorschlägt und dann auch 5 namentlich bekannte Unterstützerinnen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Donnerstag, den 19.09. Und deine Bewerbung kannst du dann abgeben an der Mahnwache oder als E-Mail bei info@umkehrbar-ev.de. Das ganze Prozedere steht auch auf der Rückseite vom Aktionswochenflyer. Okay, jetzt habe ich das aber gar nicht wirklich vor, weil mit Zahlen, Finanzen und Buchhaltung muss ich mich jetzt nicht unbedingt beschäftigen. Aber mit welchen Argumenten würdest du mich denn überzeugen, dass ich am kommenden Montag zu dieser Wahl gehe? Wir möchten, dass das Finanzteam von einer möglichst breiten Basis getragen wird. Bisher war die Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Finanzteams nur für Mitglieder von organisierten Gruppen möglich. Durch den von uns vorgeschlagenen Wahlmodus können auch unorganisierte Leute, die auf ihre Art auch engagiert sind und die jeden Montag hier stehen, bei dieser Wahl mitmachen.
Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn viele der hier Anwesenden am nächsten Montag zur Finanzzielwahl ins Forum 3 mitgehen würden. Okay, dann werde ich mir das auch mal überlegen, ob ich da noch meine Zeit einplanen kann. Ich danke euch, dass ihr das so toll vorbereitet habt. Ich denke, da steckt ganz schön viel Arbeit drin und ganz schön viel Hirnschmalz, bis man das so hinkriegt, dass es möglichst gut ist. Und ihr könnt das sicherlich auch noch weiter verbessern, wenn da noch tolle Vorschläge kommen. Ich wünsche euch viel Glück für nächsten Montag. Danke. Vielen Dank. Wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, steht es, wie gesagt, das Prozedere auf der Rückseite vom Aktionswochenflyer. Und Flyer zu verteilen haben wir auch noch ganz viele. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel der sich nähernde Jahrestag, 30.09. Es gibt Plakate, ich halte mal eins hoch, zu denen gibt es auch natürlich passend Flyer und die sollen in Briefkästen verteilt werden. Wer von euch noch ein Gebiet übernehmen kann, möge das bitte in diesen Stadtplan eintragen, damit es keine Überschneidungen gibt und sich heute, es gibt wieder neue frische Flyer, die sind frisch gedruckt hier eingetroffen, nehmt euch ein paar mit und tragt im Stadtplan ein, wo ihr längst gehen könnt, welches Gebiet ihr abdecken könnt. Das wäre super. Vielen Dank. Und diese Plakate könnt ihr natürlich auch mitnehmen, an Läden, Garagentoren und Fenster aufhängen. Jetzt kommt der nächste Beitrag von Klaus Tochtermann vom AK-Tribunal. Er wird uns heute einen Fall vorstellen, das findet ja in großer Reihenfolge immer wieder statt. Klaus Tochtermann mit dem Fall Werner.